Halbfinale kommt. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viel Pulev noch bereit ist zu investieren. Er muss ja eigentlich gar nicht mehr machen. Und jetzt, das war gar kein harter Schlag in dem Sinne, das war ein Jab. Aber wenn der andere genau die Bewegung in den Schlag hinein macht, dann trifft er auf den Punkt. Das war das Paradebeispiel. Gerade habe ich es gesagt, ich würde mich wundern, wenn es über 12 Runden geht. Ustinov am Boden, muss Zeit nehmen, wird angezählt. Wird doch noch was mit dem TKO-Erfolg, vielleicht sogar oder dem KO-Erfolg. Kommt doch aus! Ausgezählt! Типови от началото на матча Кубрат Пулев сериозно доминира, никакви шансове до момента за Морис Харис. Страхотно дясно круше на българина. Кубрат атакува десен в тялото. Ляв десен пуска Морис Харис. О, десен в тялото и Хариса на земята. Страхотно попадение на българина. Изключителен удар. 5, 6, 7. Няма никакви шансове Морис Харис да се изправи. Жестока болка по неговото лице. Round number 7, big right hand from the top 10 heavyweight as he's raining right hands down on Deneau. Cut so badly in round 4, the urgency is there and he scores the knockdown. Well, you know, Dre, once you quit, the second time is easier. He's down again. Second knockdown scored. Another right hand.